haben uns ja vom TFN auf die Fahnen geschrieben, die Volksoper Niedersachsens sein zu wollen. Und da halte ich den Holländer für das Werk, was sowohl von seinen äußeren Maßen als auch von einer packenden, zeitlosen Geschichte her gesehen, das mehrheitsfähigste Werk von Wagner ist, mit dem man auch am leichtesten Zuschauer- und Zuhörerschichten heranführen kann an das Phänomen Wagner. Also wir haben versucht, eine szenische Lösung zu finden, die von Anfang an klar macht, dass die Welt des Holländers für den Holländer ein Leiden ist. Er hängt bei uns vorne am Schiff dran, ist also dem Meer und den Naturgewalten ausgeliefert, ausgesetzt und das 7 Jahre lang und muss dann alle 7 Jahre erstmal wieder ein Mensch werden.